Was ich auch toll daran finde, dass es ein Spannungsroman ist. Also es wird am Anfang eine Frage aufgeworfen, die am Ende gelöst wird. Was ist das für ein großer Brand, der da passiert ist? Was dann auch zeigt, Literatur darf auch spannend sein, durchaus. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Das würde ich empfehlen. Mit Kerstin Kempel sitze ich in den Geistesblüten und sprach mit ihr gerade über ihren eigenen Roman Rotchen schläft, den ich empfehle, wenn immer es um Berlin geht, um Tiere, um Freundschaft, um Älterwerden im Sinne von, ich möchte so altern, wie es mir gefällt und nicht etwa, wie meine Nachkommen es für mich vorgesehen haben. Es ist ein Roman über Zusammenhalt, es ist ein Roman über Loslassen können und zeigt Tricks auf, wie eventuell die Zeit angehalten werden kann oder auch zurückgedreht werden kann. Was liest ein Mensch, der so viel in seinen eigenen Roman stopft? Kerstin, wir duzen uns beide. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt stell dir vor, ich käme zu dir in die Buchhandlung. Verrätst du mir 5 Lieblingsbücher? Ja, also ich lese ganz viel und ich habe jetzt mal so mitgebracht, was bei mir so hängen geblieben ist und was ich jetzt auch gerade so Freunden weiter empfehle. Also ich habe jetzt gerade alles, was ich so kriegen konnte, von Deborah Levy gelesen. Das gibt es ja auch auf Deutsch. Ich lese es aber auf Englisch, weil ich während einer Übersetzung immer überlege, was jetzt übersetzt ist und so. Ich kann da nicht abschalten. Und ich mag so ihre Romane, dieses Swimming Home oder Hot Milk, weil die einfach sehr an der Realität sind, aber doch schräg. Also sie kriegen immer so einen Hau, wo sie so ins Surreale gehen und auch ein bisschen lustig sind, aber doch immer sehr ernste Themen verhandelt werden. Und ich mag vor allem ihre autofiktionalen Bücher. Da gibt es 2 bis jetzt. Das dritte kommt jetzt ganz frisch raus. Da warte ich schon sehr sehnsüchtig drauf. Things I Don't Want to Know, Dinge, die ich nicht wissen will und Cost of Living. Das weiß ich jetzt nicht auf Deutsch, aber die gibt es auch unter anderem auch bei Campa, bei meinem Verlag. Gibt es manche zufällig, das wusste ich vorher nicht. Und da geht es darum, wie sie sich als Schreibende und das hatten wir gerade schon mal, als Schreibende in der Familie sieht, wie sie ihre Stimme als Autorin gefunden hat. Und im zweiten, The Cost of Living, wie sie ihr Zuhause in London, das gemachte Zuhause verlassen hat und mit ihren Teenager-Töchtern in so einen Block gezogen ist. Und wie es da mit dem Schreiben für sie weitergeht, das ist für mich total spannend zu lesen. Kann ich sehr empfehlen, ob man schreibt oder nicht. Das andere ist Kate Zambrino, die gibt's glaube ich noch nicht auf Deutsch, Drifts, das kam letztes Jahr raus und die treibt das nochmal auf die Spitze mit dem Autofiktionalen, das ist über den Schreibprozess, also sie soll ein vom Verlag ein Buch schreiben und der Verlag fragt sie am Anfang so, aber was sind denn jetzt deine Figuren und was ist der Gegenspieler und sie möchte eigentlich nur über ihre Gedanken schreiben und sie kriegt es nicht hin. Also das ganze Buch geht darüber, dass sie es nicht schafft. Und sie nimmt es mit in die U-Bahn, sie nimmt es mit, die hat auch einen Lehrauftrag, sie nimmt es dahin mit und sie schafft es nicht. Und dann kommt ein Buch dabei raus und man wundert sich am Ende. Aber es ist wirklich eine ganz eigene Art, wie sie damit umgeht. Und es steht auch drauf, ein Novel, also es ist ein Roman, aber doch sehr nah an ihr dran. Ich fühle mich da wahnsinnig verbunden, diesen Schreibprozesskampf damit durchzuleben. Okay, was ich jetzt auch gerade gelesen habe, ganz aktuell in diesem Frühjahr, ist Shada Basyar, 3 Kameradinnen. Das spielt 3 Freundinnen, die in so einem Siedlungsblock groß werden und die eigentlich so sich am Rande der Gesellschaft fühlen, obwohl sie ja drin sind. Also sie gehen aufs Gymnasium und sie sind überall dabei und studieren. Aber durch ihre Herkunft fühlen sie sich immer oder werden auch von der Gesellschaft an den Rand gestellt. Und sie beschreibt ganz wunderbar diesen alltäglichen Rassismus, den die seit sie klein sind erleben und wie verletzend das für sie ist. Was ich auch toll daran finde, dass es ein Spannungsroman ist. Also es wird am Anfang eine Frage aufgeworfen,
die am Ende gelöst wird. Was ist das für ein großer Brand, der da passiert ist? Was dann auch zeigt, Literatur darf auch spannend sein, durchaus. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Das würde ich empfehlen. Vielen Dank. Also sobald eine Stelle frei wird und du nicht gerade irgendwie auf der Schwelle zum nächsten Preisentgegennahme bist, würde ich es nochmal bei dir versuchen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns spätestens mit deinem nächsten Roman bei uns in den Geistesblüten wieder treffen. Ruthchen schläft, liegt bei uns auf dem ersten Tisch. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank.